Los, wir haben schon vordiskutiert und sozusagen aufgewärmt. Ja, ich freue mich sehr, euch zum Open Air Stammtisch Nummer 2 oder so heißt es offiziell, glaube ich, Angelika, zu begrüßen. Im Rahmen der virtuellen PH begleiten wir den Chor 13. Und ich freue mich hier auch über 13 Teilnehmende in diesem System hier, obwohl wir insgesamt 15 sind. Insbesondere, dass Martin Lindner da ist, den ich jetzt schon seit einiger Zeit beobachte in Google Plus und auf Twitter. Und vor ein paar Jahren haben wir uns noch beim Webmontag in Salzburg getroffen. Ja, wir haben hier eine Umfrage. Einige haben die schon ausgefüllt. Das finde ich sehr gut und sehr interessant, was hier kommt. Auch in der Vorstellungsrunde, die auch schon, glaube ich, von den meisten ausgefüllt ist, sehen wir ein bisschen, wer alles da ist. Und auch weitere Gäste kommen in den Raum, die wir ganz herzlich begrüßen. Ich möchte zuerst jetzt noch an Angelika übergeben, die noch mal ganz kurz zusammenfasst, wo sind wir mit unserem Begleitkurs und wo steht der Chor 13. Und dann übergebe ich aber auch ganz schnell an Martin Lindner. Zwei, drei Worte sage ich aber auch noch vorher. Angelika. Ups, jetzt haben wir hier dieses schöne große Strandbildbild. Übrigens natürlich ein Bild unter Creative Commons. Wir haben extra heute geschaut. Offensichtlich darf ich, also du hast sie mir noch wieder Genau, hergeholt. bitte, ja. Sehr gut, Dankeschön. Ich wollte noch einmal alle kurz so ins Bild holen, wo wir sind und warum wir heute hier sind. Der Open Air, diese Begleitveranstaltung des Chor 13 für österreichische Lehrer, bedeutet, dass wir einfach so ein kleines Beiboot zum Chor 13 sind und zusätzliche Informationen für österreichische Lehrer zur Verfügung stellen. Also gerade zum Beispiel bei den Urheberrechtsfragen haben wir halt den österreichischen Aspekt stärker beleuchtet. Wir haben uns zum Ziel gemacht, auf der einen Seite hier über OER einiges Neues zu erfahren und zu lernen, aber auch MOOCs zu reflektieren, zu überlegen, wo macht Sinn, wo macht es keinen Sinn. Und das ist der Grund, warum wir heute so etwa in der Mitte des Chör, wir sind jetzt in der Woche 6, im Chör sind jetzt das Thema, ist jetzt das Thema OER-Einsatzszenarien am Plan, dass wir uns heute in diesem Stammtisch, wo noch zwei weitere folgen werden, da seht ihr die Termine, einmal so ein bisschen über das Format Gedanken machen. Und weil wir alle noch nicht so viel Erfahrung haben, haben wir gedacht, wir holen uns erfahrene Leute herein. Und der David hatte mit dem Martin Lindner schon Kontakt. Und da freuen wir uns sehr, dass er heute die Zeit findet, mit uns darüber zu diskutieren und auch seine Erfahrungen mit uns zu teilen. Genau, und heute sind wir hier, um über Sinn und Unsinn von MOOCs, wann kann es funktionieren, unter welchen Voraussetzungen funktioniert es und wie weit sind wir denn überhaupt bei den Erkenntnissen, wann in welcher Form MOOCs funktionieren. So, danke. Das war nur so ein bisschen ein Hereinführen in das Thema und warum wir heute hier sind. Und ich glaube, jetzt wollte David noch was Spannendes zeigen, Genau, außer die Unendlichkeit des Adobe Connect-Raumes. ich hab den falschen Bildschirm erwischt. Okay, ich werde dabei verbindende Worte sprechen. Der David ist dabei zu zeigen, Genau, ich will dass das zeigen, Thema MOOCs. die Bitte. MOOC-Entwicklung, das ist hier international, ja, das fängt hier irgendwann an im Dezember 2011, wird es also ernsthafte
Suchabfragenquantität hier international und in Deutschland geht es eigentlich erst los hier im Oktober, November, also eigentlich erst Jahreswende 2012. Genau. 2013. Ja, damals gespürt, in der Jahreswende war es extrem stark, ja. Ja, und ja, ich finde es erstaunlich auch, wie schnell dieses Thema so hochgekommen ist. Und dann habe ich geschaut, der erste Artikel, ja, der hier auch dann den Martin zitiert, also nicht den Martin, der hier bei uns ist, sondern den Martin Ebner. Ja, genau. Der erste Artikel in der, ich habe einfach mal geschaut, im Standard, weil es doch irgendwie so in der Tageszeitung gekommen ist, war jetzt erst gerade am 9. Mai. Ja? Also in den etablierten Medien ist das Thema eigentlich noch nicht angekommen. In Österreich jetzt. Ne? In Deutschland war es in der Zeit. Ja. War ein ziemlich großes Ding vor einem Monat ungefähr. Ja. Ich habe es einfach mal für Österreich geschaut. Ja. Ja. Mhm. Ja. Gut, also, Gut, ja. Und jetzt Martin, ich übergebe jetzt an dich und einfach mal so deine Eindrücke von MOOCs und deine Meinung dazu. Ja, schwierig, wir haben schon vorhin darüber geredet, eigentlich ein kompliziertes Thema. Vielleicht erst sollte man ja nur mal das Spektrum vielleicht sich nochmal klar machen, wovon wir hier überhaupt reden, wenn wir MOOCs sagen. Und was die klassischen MOOCs, an denen man sich das sozusagen festhält, um das zu verstehen, was das ist, gibt es halt im Grunde zwei Mütter bekanntlich. Also das sind diese konnektivistischen MOOCs, die von pädagogischer Avantgarde, Leute, die sich also wirklich mit Pädagogik auch an Unis sind, vor allem in Kanada beschäftigen, also Stephen Downs, George Siemens, Jim Cormier, glaube ich, haben das aus dem Web heraus sozusagen, sobald sie die Möglichkeit gesehen haben, die Tools so zu bündeln, dass man dann quasi frei zusammenarbeiten kann und das in einem eventhaften Kontext machen kann. Also mit Anfang und mit Ende, mit einem Leitthema und mit potenziell unbegrenzt vielen Teilnehmern. Ne? Das heißt, im Netz könnten ja jetzt beliebig viele mitmachen. Und als man diese Tools hatte, vor allem diese Social Network Tools, also sobald Postgre, Twitter, all diese Sachen, sobald das halt Mainstream war, auch mit Video, sobald auch Video sozusagen so funktioniert hat, was ja auch noch nicht so lange der Fall ist, dass das praktisch in der Breite der Fall möglich ist, dann war praktisch der Moment gekommen, wo man gesagt hat, ja, jetzt lass es uns einfach probieren. Ne? Es können ja unbegrenzt viele Leute mitmachen und wir können jetzt einen Anfang setzen, einen Schluss setzen und wir moderieren das irgendwie und schauen mal. Und es hat sich gedeckt natürlich mit der pädagogischen Theorie, die sie eh schon aus dem Web heraus, aus dem E-Learning im Web heraus seit, das geht bis 1998 zurück bei Stephen Downs. Diese Theorie, die sie sowieso hatten, war jetzt quasi optimal technisch umsetzbar und sie haben es ausprobiert und dann gab es eben diese ersten MOOCs in Kanada. Und da habe ich auch mitgemacht, da haben also alle mitgemacht, die so ein bisschen in diesem Umfeld schon seit Jahren irgendwie tätig waren. Ich habe mal Stephen Downs. Genau, ja, das passt jetzt ganz gut. Ich habe Stephen Downs 2006, war das, glaube ich, nach Innsbruck geholt zu unserer Konferenz damals, der sogenannten Micro-Learning-Konferenz. Das heißt, ich war damals in Österreich bei so einem Fraunhofer-artigen Forschungsstudio, das sich mit neuen Formen des E-Learning beschäftigt hat und unter dem Schlagwort Micro-Learning, was heißen sollte, Lerninhalte und Lernerfahrungen im Web sind halt ganz klein, zeitlich zusammengepresst und sind sozusagen haben halt auch die Form von pulverisierten Inhalten, wie wir es im Web halt ständig erleben. So. Und dann war die Frage, welche Strukturen kann man da machen und dann welche Tools kann man bauen und so weiter. Und es gab eine Konferenz, die das verfolgt hat, ging auch um Mobile Learning natürlich, weil auf mobilen Bildschirmen das natürlich besonders klein ist. Und bei der zweiten Konferenz, die erste war 2005, bei der zweiten habe ich schon Stephen Downs und George Siemens gleichzeitig eingeladen. Ja. Also das heißt, es war E-Learning 2.0 hieß es damals. Und E-Learning 2.0 war einfach nur zu sagen, wir wollen nicht dieses klassische E-Learning, das man ja abgeleitet hatte aus Universitätskursen einerseits, also Klassenzimmer E-Learning, und andererseits von diesen CBTs, also von Trainings, die man fest auf CDs eben, also auf Datenträgern festgeschweißt hatte und die den Leuten nur die Möglichkeit geben, halt durch einen Tunnel sich voranzuklicken
und irgendwann mal mit mehr oder weniger Spaß dann meistens einen Multiple-Choice-Test zu machen. So, das waren die klassischen Formen von E-Learning, so die beiden, die es gab. Das andere war halt Klassenzimmer, also Moodle praktisch oder Blackboard oder wie immer diese Formen waren. So. Und wir haben uns überlegt, was kann man jetzt mit diesen Medien machen, wenn wir das Web 2.0 haben. Das war ja 2005, 2006, haben wir überhaupt angefangen, vom Web 2.0 zu sprechen. Und dann hat Stephen Downes gesagt, okay, wenn es das Web 2.0 gibt, dann rede ich jetzt von E-Learning 2.0. Dann mache lieber ich dieses Buzzword auf, bevor es jemand anders nimmt und dann Scheiß erzählt. Und E-Learning 2.0 ist sozusagen das E-Learning, das mir immer vorgeschwebt hat. Also das seit 1997, 98 schon mit dem Internet verbindet. Und genau in dieser Linie sind dann die MOOCs entstanden, eben zu einem Zeitpunkt, wo man irgendwie diese Tools beieinander hatte, dass man das einfach machen kann, dass sich die Leute zuschalten können, haben sie damit eben begonnen. 2000, ich vergesse es jetzt immer, 2009 oder so, 8. Also die Diskussion ist ja, wer der Erste war, ich glaube David Wiley 2007 und dann ging es weiter mit 2008, 2009 in Kanada. Und das waren diese avantgardistischen MOOCs sozusagen, so organisierte Unordnung gewissermaßen. Also einfach alle in einem Raum, alle reden sozusagen durcheinander. Die Moderation, ja, hat es gegeben, aber macht nur sehr schwache Vorgaben und irgendwann ist es zu Ende. Und jeder kann bloggen und twittern und facebooken und was immer, was er oder sie möchte. Das war sozusagen die ursprüngliche Idee des MOOC, die nicht besonders populär war. Ich meine, da waren ein paar hundert dann dabei, so im Schnitt. Gibt es eine ganze Reihe von denen, inzwischen gibt es ganz schön viele, die da gemacht wurden, das geht runter bis 150 oder so, also was heißt massiv massenhaft, also man fängt so an bei 150 irgendwie von MOOCs zu reden, das ist so die magische Zahl, die auch bei uns ja diskutiert wurde, da Anfang des Jahres. Dann, völlig andere Schiene, aber eigentlich eine ähnliche Logik, jetzt gehen wir zu den großen Universitäten in Amerika, also Stanford in dem Fall. Und da war eben der Deutsche Sebastian Truhn, der ein Google Artificial Intelligence Koryphäe, Google-Forscher am selbstfahrenden Auto und Professor für Artificial Intelligence an Stanford. Und der hat mit seinem Partner, also zu zweit, beschlossen, sie öffnen ihre Vorlesung versuchsweise. Nach dem Motto, die machen wir jetzt in Stanford, aber wenn wir diese Mittel jetzt benutzen, die jetzt auch, da kam die Khan-Akademie noch dazwischen, also die Idee, YouTube-Videos quasi, Vorlesungen quasi ins Internet zu verlegen und in kleinen Einheiten, das ist wieder Microlearning, also in kleinen Einheiten Dinge zu erklären und daraus eine Art alternative, offene Form von Universitätsvorlesungen zu machen oder auch von Nachhilfe ursprünglich ja bei Khan. Und das wollten die jetzt auf dem höchsten Level, also Stanford Artificial Intelligence, also sozusagen höher geht's dann immer, die Super-Spezialisten, vorher eine extrem elitäre Veranstaltung und die haben sie jetzt geöffnet und jeder in der ganzen Welt durfte mitmachen. Und da waren, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, irgendwie 300.000 oder was, die sich gemeldet hatten oder dabei waren zu irgendeinem Zeitpunkt. Natürlich nur ein Bruchteil davon, der dann den ganzen Kurs gemacht hat, der war recht streng, recht scharf und natürlich nur für echte Spezialisten überhaupt machbar. Und es gab Prüfungen und man konnte den beenden, den Kurs, innerhalb von, weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, wie lange der gedauert hat. Genau, also zwischen 6 und 10 Wochen ist so die Obergrenze von MOOCs, von denen ich so weiß. Also 12 Wochen, was wir vorhin gehört haben, ist schon verdammt lang. So, ja, das war also eine andere Form von MOOC, aber die Logik war so gesehen ähnlich, weil auch die gesagt haben, hey, wir haben jetzt diese Mittel, die Studenten haben irgendwie auch tendenziell, die Studierenden und Interessierten haben tendenziell diese Kulturtechniken des sich Vernetzens, des Bloggens, also davon hat, das hat jeder schon mal irgendwie Kontakt dazu gehabt. Jetzt können wir sowas machen und jetzt probieren wir es einfach. Also es war eigentlich so auch eine anarchische Idee. Da war kein großer Plan und sie wollten jetzt auch nicht die Welt erobern und sozusagen ein teuflisches Geschäftsmodell durchsetzen, sondern das wollten die wirklich ausprobieren. Die haben ihre Videos dann im Keller gedreht, im Hobbykeller und so, da gibt es lustige Berichte im Netz. So. Monika fragt hier, ist Masse gut, schlecht oder irrelevant? Masse. Ja genau, jetzt haben wir ja festgestellt, dass das Wort Masse ja schon erklärungsbedürftig ist. Also man kann es eben an der Zahl aufhängen und dann haben wir vorhin festgestellt, so ungefähr bei 150 fängt man an von MOOC zu reden, also massenhafter Kurs, bis in die Hunderttausende, im Grunde unbegrenzt. Ich persönlich ziehe es eigentlich vor,
von meinen Erfahrungen her von kritischer Masse zu sprechen. Das heißt, eigentlich geht es gar nicht um die reine Anzahl, die spielt natürlich eine Rolle, sondern es geht um die Anzahl der Impulse, die sozusagen zu einem Zeitpunkt im Raum sind und der Vielgestaltigkeit dieser Impulse. Ne? Also wenn du sehr viele Leute hast, die sehr viele verschiedene Dinge tun, dann hast du ein Gefühl von Offenheit und von Dynamik und von Kettenreaktionen. Und das ist das, was einen MOOC eigentlich ausmachen sollte. Und die Frage ist nun, was ist die kritische Masse, die du haben musst, damit du zu so einer Situation kommst? Wie viele Leute brauchst du im selben Raum, damit dieses Offenheitsgefühl entsteht? Und das kann, denke ich, aber wir wissen es alle nicht so wahnsinnig genau, weil im Grunde ist das ja alles am Anfang. Ich denke, da kann es recht verschiedene Konstellationen geben. Also wir überlegen gerade, wie man sowas in Firmen machen kann. In Firmen hast du keine 100.000 Menschen im Raum. Aber die Leute sind relativ im Idealfall stark motiviert, haben ein ähnliches Interesse, haben möglicherweise eine höhere Dringlichkeit, dass sie das machen wollen. Möglicherweise sind sie aktiver. Ne? Also wenn wir viele Leute haben, die sehr stark sich engagieren, wie es jetzt bei unserem Deutsch-MOOC von der Monika Anfang des Jahres war, das waren auch nicht sehr viele Leute, aber es war eine sehr hohe Frequenz, sehr hohe Intensität. Dann reichen natürlich naturgemäß sehr viel weniger Leute. Wenn du natürlich sehr viele Leute hast, die aber nicht besonders viel mitmachen, dann kommst du trotzdem zu dem Gefühl von, da rührt sich was ab 1000, 2000, keinen Schimmer, ich weiß es nicht genau. Ne? Hängt, wie gesagt, sehr stark von den Leuten und auch von den Tools ab, dass du da überhaupt mitbekommst, dass was passiert. Ja. Vielleicht auch die Frage an die Monika, wenn wir interessieren, was ist das für ein Gefühl als MOOC-Veranstalterin, wenn man merkt, okay, da tut sich wirklich viel. Vielleicht, Monika, magst du auch sprechen mit Mikrofon? Oder, okay. Also das heißt, da hat man irgendwie so Feedback oder man merkt, man bewirkt was als Initiatorin. Ja. Ja. Hört ihr mich? Oh, es war unglaublich massiv. Also ich hätte nicht drei mehr vertragen, ja. Also ich war schon total überwältigt, obwohl es so diese 153 oder was waren. Und ich glaube, ich wäre tot umgefallen mit 300. Das sind kleine Moods. Also ja, ich gebe es zu. Aber vielleicht hätte ich dann noch einen Entwicklungsschritt dann mehr gebraucht, um dieses noch mehr zu verkraften. Aber diesen Schritt musste ich zum Glück nicht gehen, aber ich weiß nicht, was passiert wäre. Also vielleicht wäre ich einfach überfordert. Ja, genau, das ist auch noch wichtig. Also der MOOC-Begriff ist ja, dieses MOOC kommt ja eigentlich von dem Akronym MMORPG, also Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Also auf Deutsch World of Warcraft war das erste super berühmte, wo alle davon gesprochen haben. Und das wurde so abgekürzt, gab es vorher aber auch schon. Und World of Warcraft ist, ich habe dann nachgeschaut, so ab 2003, 2004 so richtig durch die Decke gegangen. Ich habe mir angeschaut, was eigentlich Massenhaftigkeit bei World of Warcraft ist. Und World of Warcraft hat natürlich 2, irgendwas Millionen User im Moment in der Welt. Also ich meine schon ziemlich massenhaft. Die sind aber überhaupt nicht im selben Raum. Die spielen halt alle World of Warcraft. Die World of Warcraft-Spieler sind ja auf Servern, sogenannte Realms, also Reiche. Und dort sind zwischen, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, ich hätte es wieder nachschauen sollen, das changiert stark. Ne? Das geht zwischen 2500 bis 10.000, glaube ich, Spieler, die auf so einem Server spielen. Und ich habe dann versucht, eine belastbare Aussage zu finden in den Foren von World of Warcraft, wie viele der Leute eigentlich online sind. So, also wie viele Leute treffen sich da eigentlich, sagen wir mal, in der Woche. Und irgendwo habe ich gelesen, die gesagt haben, naja, auf einem typischen Server sind so, ich glaube, 900 Leute sozusagen online. Und spüren sich die ja auch so? Ja, also haben die so Erlebnisse dann auch, wie jetzt Monika das gesagt hat? Eben nicht, weil es gibt ja keinen Moderator. Also es ist ja der Server hat keinen Moderator, der jetzt diese 900 Leute irgendwie den Lärm hört von den 900, sondern du bist ja irgendwo in dieser Welt. Deine nächste Bezugsgruppe ist deine Gilde. Also wenn du ein fortgeschrittener World of Warcraft-Spieler bist, spielst du in Gilden. Die Gilden haben auch wieder unterschiedliche Zahlen zwischen ganz wenig, also Handvoll, 7, 8, 9, 10, bis irgendwie 80 oder so. So irgendwie, so gibt es auch. Keine Ahnung, ob das jetzt. Haben wir World of Warcraft Spielerinnen unter uns? Vielleicht genau, ich bin nur Theoretiker, ich weiß es nicht. Ich habe es nur recherchiert. Es wäre vielleicht interessant. Oder wir könnten mal den. Ja, bitte.
Markus, alle haben Mikrorechte. Ja, sehr gut. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, also wir haben ja noch so eine andere Form von MOOC. Also ich, was der Martin gerade erzählt hat, diese zwei Hauptstränge. Wir haben jetzt einen eher geschlossenen MOOC angeboten, nämlich für Studierende an der Fernuni. Wir haben ja insgesamt 84.000 Studierende und so als Studium Generale war da die Idee, einen MOOC zu machen zu so einem interdisziplinären Diskurs digitale Gesellschaften. Wir nutzen da unsere Moodle-Lernplattform und da ist natürlich viel einfacher auch festzustellen, wie viele Teilnehmer wir haben. Wenn man da draufklickt, dann sieht man eben, das sind irgendwie so 1.348. Und wir haben das dann eben auch so stark vorstrukturiert mit Foren, weil das ist eben für die gesamte Fernuni-Studierendenschaft und die sind zum größten Teil nicht so medienaffin. Also so ein richtiger, offener, konnektivistischer MOOC könnte die überfordern. Deswegen haben wir uns dann für so ein strukturierteres Vorgehen entschieden. Welche Fernuni ist das? Okay. In Hagen. Okay, ja, 84.000 Studierende, unglaubliche Zahl, aber auch 1.300 in einem MOOC über digitale Gesellschaft, auch natürlich sehr interessant, ja. Und auch jetzt vom Gefühl her, dass da wirklich viel passiert, oder? Das ist ja die entscheidende Geschichte. Ja. Markus, vielleicht nochmal. Also es war so, dass am Anfang war schon viel Beteiligung, da waren viele Diskussionen, viele Threads. Jetzt in der dritten Woche wird es weniger. Also die Beteiligung geht schon deutlich zurück. Woran mag das liegen? Immer übrigens, also in allen. Ja, ja, also ja, auf Twitter schreiben dann manche jetzt, ja, sie haben keine Zeit, sie würden gern, aber sind überfordert, weil ja das läuft ja zum regulären Studienbetrieb weiter. Also wir haben ja jetzt ganz normal auch Sommersemester, die müssen ihre Kurse machen, sind auch berufstätig, also das ist schon viel. Am Anfang ist bestimmt dieser Neuigkeitseffekt gewesen und jetzt also wirklich immer ist es einfach zu viel, denke ich. Genau. Haben wir alle diese Online-Angebote, ja, damit zu kämpfen, und ich merke das bei meinen eigenen Projekten auch. Ja, also am Anfang geht es noch gut und dann ist es sehr, sehr anstrengend, dort motivierende Elemente irgendwie weiter da einzubringen. Bekannte und Freunde von mir haben bei diesen großen Ex-MOOCs mitgemacht und haben also hartes Programmieren da gemacht, also wirklich so Dinge, die der Normalsterbliche eher nicht hinbekommt. Und die haben gesagt, das war sehr unterschiedlich, die Erfahrung. Also auch bei Coursera zum Beispiel, die ja sozusagen die, wie soll man sagen, die rigidesten, altmodischsten oder konventionellsten MOOCs machen und immer so als der Inbegriff eben der bösen amerikanischen Geschäftsmodelle MOOCs gelten. Das ist eine Firma namens Coursera, die jetzt mit allen möglichen großen Unis kooperiert in Deutschland, mit der TU München und mit der LMU München. Das waren gleich die ersten, die da aufgesprungen sind, weil da alle Elite-Unis dabei sind und da musst du jetzt quasi kooperieren. Die bieten Kurse, eben alle möglichen Kurse an, und die haben diese harten Kurse gemacht und haben gesagt, das war ganz verschieden. Manche waren sehr gut und manche waren gar nicht gut. Und die waren alle sozusagen instruktionistisch, also mit Video, und es war jetzt wenig soziales Netzwerk, das quasi vom Kurs aus organisiert worden wäre. Keine Moderation, also da hat niemand überwältigt in Stanford das Handtuch geworfen, weil er gesagt hat, so arg viele Stimmen im Raum, eben nicht. Trotzdem kann es toll sein. Für denjenigen, der an der richtigen Stelle ist, für den das dringend ist, der sich mit Leuten natürlich auch selber vernetzt. Da bilden sich natürlich auch informell Gruppen außenrum. Es muss ja nicht von den MOOCs aus organisiert sein. Das kann ja auch sonst wo passieren. Also das heißt, man darf das nicht so klischeehaft zuspitzen. Das ist das, was mir wichtig ist. Ne? Also wir haben diese beinharten instruktionistischen MOOCs und wir haben diese offenen, von denen wir jetzt vorhin schon gesprochen haben. Aus diesem Milieu kommen wir jetzt sozusagen, die meisten, die Erfahrung haben hier. Und dazwischen gibt es ein Riesenspektrum und wir kennen das noch nicht. Wir haben das auch fast noch nicht wirklich ernsthaft, auch noch nicht angefangen, das wirklich ernsthaft auszuprobieren. Und da müssen wir erst hinkommen. Wir haben jetzt viel über Massive gesprochen und über Teilnehmerzahlen und Aktivitäten dort und so. Das war das M in der Abkürzung MOOC. Das O stünde für offen. Und da gibt es natürlich jetzt auch ganz unterschiedliche
Ansichten dazu, wie offen soll ein MOOC sein? Es gab jetzt von Iversity diese Ausschreibung, wo ich war wirklich baff, so viele Bewerbungen, nämlich über 200 und 5 MOOCs bekommen dann die 25.000 Euro. Martin, 10, okay. Martin ist auch dabei mit einer Bewerbung. Aber was ich dazu sagen wollte, es waren nur 4, glaube ich, oder so, die wirklich auf das Thema des QR 13 setzen, nämlich offene Lehrmaterialien. Dort also wir haben ausdrücklich gesagt, Martin, wie wichtig... Sorry. Okay, gut. Also eurer ist offen, aber die große Mehrzahl macht keine offenen Materialien. Wie wichtig ist auch OER im Zusammenhang mit MOOCs? Unsere ist nicht offen, glaube ich. Also es ist nicht mein Kurs, sondern ich bin Berater. Also wir helfen mit sozusagen und setzen diese Web 2.0 Formen mit um. Der Kurs geht aus. Okay, 250. Genau. Der Kurs geht aus von Christian Spannagel, der ist Professor an der Pädagogischen Hochschule und ist Lehrerausbilder, ne? Also Mathe-Lehrerausbildung im Grunde. Und der macht einen MOOC zusammen mit einem Kollegen, also es sind 2 über Algebra und Geometrie, also Mathematik-Grundgeschichten. Und die haben nicht reingeschrieben, dass das offen aber, ist. Aber nochmal zurück, ja? Wie? Der wird wegen der Offenheit ja, eben. Egal, ich weiß es auch nicht genau. Aber die Frage ist, wie wichtig ist das Thema Offenheit bei Massive Open Online Courses? Ja, genau. Die Frage ist, was wir halt unter Offenheit verstehen wieder. Ne? Also ich habe da auch schon Diskussionen geführt und es gibt ja sozusagen Offenheit im harten Sinn ist offen mit Lizenzierung. Also das heißt, es sind Inhalte, die jeder nehmen kann, weiterverwenden kann, weiter verbessern kann, wieder in die Community zurückspielen kann. Das ist sozusagen die idealtypische Form von Offenheit. So wie ursprünglich ja von den Open-Source-Programmierern ausgehend, das heißt, der Code ist offen, jeder kann den Code nehmen, kann irgendwas damit machen und kann den Code aber auch wieder an die Gemeinschaft sozusagen zurückspielen und die können wieder mit dem weiterarbeiten, was da gemacht wurde. Also schon im Sinne von Creative Commons. Das ist eben, genau, das ist sozusagen die strenge Observanz von Offenheit und natürlich ist dies... Die würdest du auch vertreten. Ist wünschenswert, Strenge. Ja. Also ich bin absolut dafür, dass man das macht. Die Frage ist nur, und das war jetzt eben die Diskussion, wie schlimm ist es, wenn es auf dieser Ebene nicht offen ist? Und was ist die Meinung unserer 12 Teilnehmenden hier? Wie wichtig ist Offenheit und ist Offenheit wirklich ein Killerkriterium? So wie das, ich habe hier den Link reingestellt, wie Monika und Dörte Giebel und Heinz Wittenbrink. Die also den MOOC Maker Kurs. Ja. Okay, offen heißt wirklich CC. Monika ist abtrünnig, aber dieses Manifest zur Republika, da bist du doch auch dabei, Monika. Ja, genau, da habe ich es vollen Herzens vertreten und dann gemerkt, oh, genau das haben wir bei dem MOOC-Vorschlag für Iversity auch nicht reingeschrieben. Ja. Man kann da danach nichts mehr ändern, sonst hätte ich das mit den anderen 2 abgesprochen und noch nachgetragen. Aber da sieht man auch immer, wie gedanklich hinterher ich bin. Ja. Ich stelle mich in der Republika hin und sage, offen, ja. Und habe 2 Wochen vorher einen MOOC eingereicht, wo ich es nicht explizit dazu geschrieben habe. Ja? Also auch so bei einer Person individuell, was du theoretisch verbrätst und was du dann tust, ist vielleicht auch so zweischneidig. Gell? Also ich bin mich selbst auch am Entwickeln. Ja, ich habe eben immer noch den 2. Offenheitsbegriff und der ist mir eigentlich wichtiger. Also ich finde das sozusagen CC-lizenzierte, harte Offenheitsobservanz ist absolut wünschenswert und unterstütze ich auch jederzeit gerne. Aber ich finde nicht, dass es entscheidend ist. Also missionskritisch im Moment ist für mich Webinhalte. Offenheit im Web, die Erfahrung von Offenheit im Web ist ja nicht die Erfahrung, dass ich lauter Inhalte habe, die ich tatsächlich benutzen darf, umformen darf. Das ist ja nicht im Web so. Ne? Also 99% oder 90% der Dinge gehören sozusagen irgendjemand oder zumindest sind sie nicht ausdrücklich lizenziert. Das spielt aber keine Rolle. Das ist erstmal wurscht. Ja? Genau. Das heißt, wichtig für mich ist, dass die Inhalte im Web sind. Das finde ich ganz zentral. Also sie müssen im Web sein. Das,
Web ist überhaupt das Zentrale bei der ganzen Geschichte. Sie müssen verlinkt sein. Genau. Also jeder muss darauf verlinken können. Jeder muss sozusagen mit einem Klick rüber. Der müsste sich jetzt ein Fenster aufmachen können und muss sagen können, da ist der Inhalt. Und dann kann man mit dem interagieren, man kann darauf reagieren, man kann den Link wieder in Twitter reinschicken, man kann ihn in Facebook reinschicken, man kann auf seinem Blog einen Kommentar dazu schreiben und den Link dazu setzen, also verlinken. Das ist die zentrale offene, das ist die zentrale Kriterium von Offenheit. Alles andere ist nachgelagert. Und MOOCs, die das machen, die mit dem offenen Web operieren, sind sozusagen in diesem Sinn offene MOOCs und die anderen sind es halt nicht. Also das heißt, die CC-Lizenz wäre irgendwie ein Bonus, den so ein MOOC bekommt, aber das Hauptkriterium ist, die Inhalte sind zugänglich. Ja, sie sind online zugänglich. Ja, auch wenn ich es jetzt nicht kopieren darf, weil dort ganz traditionelles Urheberrecht drauf ist. Ja, und auch nicht die dialektische Art, das ist sogar gut, wenn man es nicht einfach nur kopieren kann, also im Sinne von man nimmt es und schmeißt es irgendwo anders hin. Weil du würdest ja dann gezwungen, es zu verwerten. Und was die Blogosphäre, also das Ökosystem, das sich um Blogs herum gebildet hat, lebt ganz stark davon, dass jemand Inhalte auch manchmal rausschneidet und einfach rüberwirft, aber meistens in einen neuen Kontext stellt oder auch mit was Eigenem verbindet. Das heißt, es funktioniert eher wie Zitieren. Ne? Ich schneide was raus und schreibe was außen rum. Und die Mischung ist wichtig. Also viele Ressourcen, die mir wichtig sind, ich bookmarke das alles im Netz, also ich habe überall eine riesen Sammlung von Bookmarks. Ich habe aber viele Bookmarks, wo ich gar nicht auf die Originalquelle verlinke, sondern auf die Quelle, durch die es auf mich gekommen ist. Da verlinke ich auf die Quelle, wo mir jemand sozusagen empfohlen hat, dass ich diese Ressource benutzen soll. Und das ist aussagekräftiger als die Quelle selbst in dem Moment. Und sobald ich weiß, okay, es ist aber wirklich wichtig und ich muss mir das genau anschauen, gehe ich auf die Originalquelle. Aber diese sekundären Inhalte sozusagen, dieser sekundäre Content ist im Netz zentral. Das ist fast schon das Wichtigste, also daraus besteht das Netz, so auch wieder 99%. Die ganz originären Inhalte, die einer erfunden hat und ins Netz zur Verfügung stellt und sagt, hier habe ich was ganz Tolles, nehmt es oder nehmt es nicht, das sind die wenigsten. Und das ist das Wichtige. Also sonst kommen wir auf ein Nebengleis, wenn wir immer über diese hypothetische Erfindungsgeschichten diskutieren. Und deswegen würde ich auch bei Open Educational Resources, ist es so wichtig, ob das jetzt das handgeschneiderte, laubgesägte Arbeitsblatt vom Lehrer X ist, oder ist es nicht so, dass sowieso jeder Lehrer wieder sein eigenes macht, wie es ja ganz vernünftig ist und wie es der Blogger ja eben auch tut. Wichtig ist, dass sozusagen das erreichbar ist, dass er die sehen kann, dass er die lesen kann, dass er sich inspirieren lassen kann. Das ist wichtig. Ne? Also dieses Kettenreaktionshafte ist wichtig. Und da ist es fast schon, wenn die Leute gezwungen sind, nicht zu kopieren, sondern was damit zu machen, ist es ja fast schon wieder gut. Lotte fragt hier auch noch, wie wichtig ist die dauerhaftige Verfügbarkeit der Inhalte? Ja, mal wieder im Netz, ne? Klar. Also natürlich möchte man in dem Zeitraum, in dem das wirksam ist, möchte man schon das auch finden. Also wenn ich jetzt in einem MOOC bin und jemand verlinkt auf einen großartigen Blogpost und der ist dann nicht mehr da, ist das nicht so, ist das schade und schlecht und passiert auch manchmal. Also ich habe, wie gesagt, Bookmark-Sammlungen und ab und zu gehe ich die durch und dann sind manche Sachen halt nicht mehr da. Ist so, ja. Okay, vielleicht gehen wir zum zweiten O im MOOC. Wahrscheinlich lässt sich das relativ schnell abhandeln. Online. Ja, genau, hatten wir ja jetzt auch schon. Online. Also ich würde ja online mit Web übersetzen. Also online ist ja einfach nur eine technische Aussage, ne? Also dass ich jetzt im Internet hänge. Internet sozusagen online, ne? Aber Internet und Web ist ja nicht dasselbe. Web ist ja die kulturelle Form, die wir auf das Internet draufgesetzt haben, also damals mit Tim Berners-Lee Anfang 1992. Das ist das Web. Das Web ist alles, was verlinkt ist und was im Browser läuft, um es mal einfach auszudrücken. Hypertext. Genau. Hypertext. Und wenn ich jetzt von Kettenreaktionen geredet habe und von Verlinken und von mit einem Klick Dinge erreichen, das ist alles Web. Das ermöglicht die Infrastruktur des Web. Das ist eine neue Art Content, eine neue Art Wissen zu strukturieren. Das hat genau. Hypertext ist ja vorher schon diskutiert worden. Der Unterschied zum Web ist, jetzt ist es sozusagen wild draußen. Also dieses Unendlichkeitsgefühl. Das hat das Web erzeugt. Hypertext waren ja so ganz handgedrechselte Linkketten sozusagen. Da gab es Autoren, die ihre Kurzgeschichten als Hypertext geschrieben haben und so.
Das ist Hypertext, aber es ist unendlicher Hypertext. Und eigentlich muss man immer vom Web reden. Also mich stört immer in Deutschland eh, dass alle vom Netz reden. Das Internet ist nicht das Web. Das sind zwei Dinge. Es wird oft gleichgesetzt, aber wenn es gleichgesetzt wird, meinen wir eigentlich auf das Web. Wenn wir jetzt im Lernen und Wissen geht, reden wir hast du, hast du sehr schön auseinandergenommen, ja. diese Begriffe. Online ist also weh eigentlich. Offline kann man sich das MOOC-Format überhaupt nicht vorstellen, oder? Das ist völlig. Nein, unbedingt. Dann ist es ja auch nicht offen. Dann ist, ich meine, Barcamps. Barcamps wurden ja im Grunde von Leuten erfunden, die im Web waren und versucht haben, im realen Leben, in der Kohlenstoffwelt, ähnliche Erfahrungen zu machen. Das ist ihnen irgendwie alles, das ist ihnen so kompliziert geworden, die herkömmlichen Formen. Ja. Also ein Barcamp könnte irgendwie auch ein Offline sozusagen, sein. Ja. Hat sehr viele Elemente, also fühlt sich tatsächlich so an eigentlich, ja. Stell dir ein 6-wöchiges Barcamp vor und dann hast du. Genau. Ja gut, zu dem du ab und zu hingehst. Mal eine halbe Stunde, mal eine Dreiviertelstunde. Schwierige. Ja, die Uni brennt war ein bisschen so, ne? Also ja, in Österreich relativ stark. Also als die Studenten die Uni besetzt haben und da sozusagen permanente Lehrveranstaltungen gemacht haben, Lernveranstaltungen selber organisiert, dann war das so. Du gehst einfach rüber und da rollt was im Audimax, permanent ist da was so. Das wäre im Grunde ein bisschen MOOC-haft gewesen. Das war MOOC-artig, ja, doch. Wie ist es mit dem Kurs? Gehen wir zum C im MOOC. Also Kurs heißt für mich zum Beispiel auch auf Zertifikat. Genau. Ja. An eine auch Institution im Grunde institutionalisiert irgendwie, ne? Ja. Naja, wie würdest du das? Naja gut, die ersten MOOCs, die sich MOOCs genannt haben, sind ja an Unis tatsächlich gemacht worden. Also auch die revolutionären. Also David Wiley, der Guru auch der offenen Szene, der Openness. Ich habe vergessen, an welcher Uni er jetzt gerade ist, hat eben seinen ersten Kurs, das war ein Kurs, ne? Also tatsächlich mit Anfang und Ende und ja wahrscheinlich auch mit Zertifikat, weiß ich jetzt gar nicht. Siemens und Downs haben bei ihren Kursen tatsächlich, die haben das parallel gefahren. Ne? Die haben gesagt, wir machen hier an der Uni, machen wir das als Kurs, die Leute können gerne auch ein Zertifikat erwerben und da draußen sind alle Leute aus der ganzen Welt. Und die sind wahrscheinlich an einem Zertifikat von unserer Spezialuni da in Kanada, das ist jetzt nicht so der Punkt. Dürfen sie aber, glaube ich, also hätten sie tun können. Aber es war tatsächlich parallel geschaltet. Also wir hatten die Kursstruktur und man hatte diese offene Palaverstruktur quasi, in die das eingebettet war. So. Auch im QR 13 ist es ja so, dass dort irgendwie die Vergabe von Zertifikaten ja auch diskutiert worden ist. Oder es gibt sie ja auch irgendwie. Vielleicht auch jetzt wieder die Frage an alle Teilnehmenden, Zertifikate. Ja, nein. Prüfungen gar auch noch. Und welche? Oder welche anderen Anerkennungsformen könnte man sich da denken? Ja, ich weiß nicht, Open Badges. Sind das spannende Ansätze? Ja, das sind ja sozusagen weiche Zwischenformen. Ne? Open Badges ist ja sowas ähnliches wie nennt man das? Also du kriegst ein Abzeichen, Badges, sowas ähnliches wie ein Abzeichen, und du kriegst ein Abzeichen, wenn du bestimmte Dinge geschafft hast. Und das Ganze soll sich eigentlich spielerisch anfühlen. Also auch abgeleitet von den Online-Role-Playing-Games oder von ähnlichen Game-Formen. Dass man sagt, hey, jetzt habe ich das und das gemacht, jetzt bin ich schon nicht mehr Anfänger, jetzt bin ich schon Stufe 1, weiß der Teufel. Was immer da die Struktur ist. Und das kann ich natürlich erfinden. Er ist gespannt. Sowas kann ich natürlich sozusagen einbauen. Und das ist semi-formell sozusagen. Also ich kann betrogen werden zum Beispiel auch. Ne? Also das ist ja eine Frage, ist es wichtig, ob jemand betrügt? Das ist eine zentrale Frage für Zertifikate. Und bei Badges eigentlich nicht, du betrügst dich sozusagen nur selber. Du kannst bei World of Warcraft kannst du ja mit Geld dir Levels kaufen. Dann bist du ein super erprobter Mörderkrieger, aber du hast es ja nicht selbst gemacht. Ernst, was ist die Seepferdchen-Mentalität? Genau, Seepferdchen-Mentalität. Kann man wahrscheinlich auch kaufen auf dem Schwarzmarkt, die Seepferdchen-Aufnäher. Ah, das waren die Schwimmabzeichen. Genau. Ja, das ist die erste Stufe. Doch. Das sind Badges, ja, genau. Also das ist klassische Badges. Genau. Also was wir jetzt versuchen in einem anderen, zwei MOOC-Projekten, an denen ich teilnehme, das ist der Volkshochschulen, der Deutschen Volkshochschulverband,
Da gehen wir mal davon aus, dass es diese klassische Dreiteilung von MOOC-Teilnehmern gibt. Also de facto schüttelt sich das so zurecht, dass man das in drei ganz grobe Gruppen einteilen kann. Und es gibt die sogenannten Lurker, also auf Englisch, oder Kiebitze auf Deutsch, also Leute, die da sind und irgendwie so das Zuschauen, oder vielleicht auch so Leute, die beim Unfall dabei stehen, und, also die nicht wirklich mitmachen, aber da dabei stehen und zuschauen. Das ist die Masse, ne? Das sind viele, die meisten. Dann gibt es Leute, die gelegentlich so sich engagieren und etwas machen. Also sozusagen Leute, die mal kommentieren zum Beispiel, die jede Woche vorbeischauen, die das schon lesen, aber von denen du auch nicht viel hörst. Also von Impuls, es ging ja um diese Impulse vorhin, von den Lurker kriegst du gar keine Impulse erstmal, keine aktiven, weil du die tun, da kannst du nur messen, dass es sie gibt. So, du kannst sagen, oh, wir haben so und so viele Leute, Klicks sozusagen auf unserer Seite. Das waren dann Lurker vielleicht, ne? Dann hast du Impulse, dass jemand schreibt einen Kommentar oder irgendwo findet sich Spuren davon, dann sagst du, ah, da gibt's auch noch Leute, die beschäftigen sich damit, ich weiß nicht wie viele. Und dann gibt's Leute, die sich halt intensiver reinknien, die sozusagen arbeiten. So, das wäre jetzt mal so eine ganz grobe Dreiteilung, und ich glaube, damit kommt man relativ weit für alle typischen MOOCs eigentlich. Der Witz ist ja erstmal, dass man begreift, dass auch die Lurker was davon haben. Also das heißt, das sind ja keine Gescheiterten. Also das wird ja wahnsinnig oft in den Unis diskutiert, im Sinne von, es schaffen dann aber nur 5%, so, und was ist jetzt mit den anderen, ein grauenhaftes Resultat und so. Stimmt ja eigentlich gar nicht, denn die lernen ja was im Idealfall. Auch der, und wenn du mit denen redest, was natürlich eigentlich jetzt ein Desiderat der Forschung wäre, also Kiebitzen holen und mit ihnen reden, dann erzählen dir die, was die erleben. Und die haben jetzt natürlich nicht so intensiv mitgemacht, die haben so Sachen aufgeschnappt sozusagen, aber das nützt natürlich. Also ich war jetzt öfter Lurker in Kursen, muss man ehrlich sagen. Ja, genau. Und ich meine, da muss man auch diese Dropout-Quote genau, gelassener sehen. Ja, weil das sind ja nichts anderes als die Lurker, die ja aber auch noch was lernen und was davon haben und vielleicht die Informationen weitererzählen. Das sieht man ja nicht. Genau. Ja. Ich finde hier eine gute Frage auch noch von Rebecca. Werden MOOCs zukünftige Rekrutierungsplattformen für Unternehmen? Das war genau das Thema auch, das habe ich gerade heute was drüber gelesen. Ja. Ja genau, da hat eben einer gesagt, MOOCs sind eigentlich angewandter Darwinismus, also diese Ex-MOOCs. Ja. Also wir haben anspruchsvolle Themen, zum Beispiel Stanford, wo immer. Harvard wird angeboten, es schaffen eh nur die ganz die Harten, weil die meisten schaffen es einfach nicht, selbst wenn sie es schaffen könnten, aber da fehlt ja dann die Hilfestellung und das, was die an der realen Uni dich dazu bringt, dich dann doch noch irgendwie da durchzutanken, das fehlt ja dann irgendwann, fällt halt raus aus dem Ganzen, dann schaffen es nur die Allerhärtesten und Allerbesten, aber natürlich sind das die Firmen wirklich haben wollen, sagen sie. Ne? Das heißt, Coursera möchte, das ist eines der Teil des Geschäftsmodells, ist eigentlich die Besten, die Daten der Besten an Firmen zu verkaufen, nach dem Motto, setzt euch mit denen in Verbindung, weil es sind wirklich, wirklich gute Leute. Das, ja, das wird sich so, das, ich denke, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass das so entsteht. Aber andererseits könnte man sich ja auch vorstellen, dass bei den konnektivistischen CMOOCs dort durch die Vernetzung und den Sozialkapitalaufbau, dass der natürlich auch sehr interessant sein kann. Ist auch so. Du lernst Leute kennen und empfiehlst die. Also das funktioniert in unserer Community, Cornelia, Monika und so weiter. Also ich denke, das funktioniert genauso. Es sind auch immer neue Leute, die da reinkommen und die, wo man sagt, ui, das sind aber interessante Lehrerinnen zum Beispiel, jetzt gab es mal so eine Lehrer-Community letztes Jahr, wo neue Leute reinkamen und sofort hast du dann zwei, drei, vier, die ich jetzt zum Beispiel jetzt namentlich kenne, obwohl ich die nie getroffen habe und die ich jederzeit irgendjemand empfehlen würde, wenn es drum ginge. So, ne? Also das ist schon so, das, aber natürlich so schneeballhaft, das ist kleiner, das skaliert nicht so. Ne? Also das heißt, die sind berühmt für die nächsten 15 Leute, also so wie dieses abgeleitete Warhol-Zitat über Blogger mal sagte. Ein Blogger ist berühmt für 15 people. Und bei Andy Warhol hieß es ja sozusagen, in der modernen elektronischen Welt ist man berühmt für 15 Minuten. Genau. Machen wir einen kurzen Themenwechsel noch. Lotte fragt hier, was müssen die alte eingesessenen Organisationen befürchten, möglicherweise bei diesem Hype, der jetzt da kommt? Unis, die vielleicht jetzt dann keine MOOCs anbieten und die dann in diesem Wettbewerb auch wieder um
Aufmerksamkeit vielleicht. Also das, was alle erwarten, ist ja das, dass man sagt, die elitären Inhalte, ne? Also wenn ich jetzt einen großartigen Artificial Intelligence Professor habe, Sebastian Thun von mir aus, ne? Und der macht den amtlichen Artificial Intelligence Kurs und vielleicht gibt es noch 3 oder 4 andere amtliche, wenn man jetzt Spezialist ist. Und dann können alle in der ganzen Welt, ich meine, du musst Englisch sprechen, wenn du dich mit Artificial Intelligence beschäftigst, dann können alle in der ganzen Welt an dem teilnehmen. Warum soll ich den in Birmingham oder in Bamberg oder weiß Gott wo, warum soll ich das da studieren? Ne? Also ist ja so, ist ja wirklich so. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass extrem viele Leute rausfallen aus den Kursen, also sie nicht abschließen. Dann kannst du dir natürlich sagen, okay, es gibt Bedarf nach einer Dienstleistung, das zu überbrücken. Ne? Also von den Leuten, die da sie angefangen haben, da hätten wahrscheinlich 45% hätten irgendwie erfolgreich sich damit beschäftigen können, sage ich jetzt mal einfach so ins Blaue. Ne? Das leistet Harvard nicht, die helfen denen nicht. Ne? Also die für die ist nur interessant, die ganz Guten, die durchkommen, und die sind allerdings dann, die können sich dann schon fast für Stipendium bewerben und können zu Google gehen und so weiter. Was jetzt diese mittleren Universitäten, was ja der Normalfall auch ist bei uns, in diesen Fächern, bei denen das so ist, ich meine, es hängt natürlich auch ganz stark vom Fach und vom Inhalt ab, was die machen könnten, wäre natürlich jetzt sozusagen Services, um solche Kurse herum anzubieten. Aber das ist schwierig und problematisch und auch in Amerika gerade ganz, ganz schmerzhaft. Also man muss sich klarstellen, wir diskutieren das hier aus einer recht luxuriösen Situation raus. Also wenn hier die Unis jammern, hat das nichts damit zu tun, wie es in Amerika ist. Die haben ganz, ganz, denen geht ganz, ganz nass rein. Und viele von den Universitäten wissen, dass es sie in 10 Jahren nicht mehr geben wird. Ja, es ist so. Und da gab es jetzt gerade erst den Fall, dass eben ein ganz berühmter Harvard-Jurist einen sehr, sehr erfolgreichen Kurs online hat und stellt, in China, glaube ich, extrem berühmter Mann inzwischen, also über Ethik, also es ist ein Ethikkurs von einem Juristen. Der sollte übernommen werden von einer Uni, ich weiß nicht, irgendeiner mittleren Uni in Amerika. Und dann hat sich die Belegschaft hat sich aufgelehnt dagegen und hat gesagt, das lassen wir nicht zu, weil das führt in der logischen Konsequenz dazu, dass wir rausgeworfen werden. Ja, für die Masse. Da bleibt vielleicht noch irgendwas ganz Rudimentäres übrig, aber uns brauchen es dann nicht mehr. Und das ist natürlich eine, so ungemütlich es ist, aber irgendwo stimmt es natürlich. Ne? Also ich meine, ich hatte schlechte Vorlesungen in meinem Studium und wenn ich stattdessen gute gehabt hätte, was hätte ich getan? Ne? Also wenn ich habe Geschichte studiert, hätte ich das die live... Analogie zum Zeitungsschreiben. Ja, genau. Also wird auch oft sehr stark parallelisiert. Also Clay Shirky hat sowohl zum Zeitungssterben recht massive Grundsatztexte geschrieben und überträgt das 1:1 auf Unis. Er sagt, das ist Disruption. Ne? Also das Geschäftsmodell von Universitäten, die hatten immer schon eins sozusagen, die waren unersetzlich in dem, was sie tun, und viele von denen sind es nicht mehr. Und ich denke, dass es so ist. Ja. Spannende, also da passiert spannende was. Ja. Entwicklung. Also man muss sich darauf vorbereiten. Das ist den Bildungsbereich mit etwas Verspätung erreicht. Ja, aber es rollt wahnsinnig schnell. Und ich glaube, innerhalb der nächsten 10 Jahre fliegen uns da die Einzelteile um die Ohren. Auch weil ja kein Geld im Bildungssystem ist. Ne? Also ich meine, da wird immer gesagt, wir müssen Bildung und Innovation und mehr Geld, und wir alle wissen, dass das rhetorisch gefordert wird und dass das Gegenteil passiert. Es wird weniger Geld geben. Und zum Teil auch zu Recht weniger Geld, wenn man ernsthaft überlegt, wie effektiv die Strukturen tatsächlich sind. Und das passiert. Monika, ja. Vielleicht kannst du deine Frage doch selbst stellen. Ja, ich dachte mir, Entschuldigung. Auch mit den Grundlagenkursen. Das würde ich ganz gern genauer verstehen. Die Frage an den Martin ist, also so wie du das jetzt dargestellt hast, hört sich das ja so an, als würde es so eine Art Standard für die Fächer geben, dass man nur sich anlesen könnte oder reinprügeln müsste. Aber meine Erfahrung ist, Erziehungswissenschaften ist ein notorisch weiches Fach. Ja, Erziehungswissenschaften ist ein notorisch weiches Fach im Unterschied zu Artificial Intelligence. Ich habe Literaturwissenschaft studiert und Geschichte und Kommunikationswissenschaften. Das müsste man sich dann einzeln anschauen. Also ich würde schon das Gefühl haben wollen, würde schon von den besten Leuten lernen wollen. Ne? Also wenn... Weiß der Teufel, wenn früher Piaget sozusagen einen MOOC gemacht hätte, dann wäre ich beim Piaget-MOOC gewesen und nicht beim MOOC vom Pädagogikprofessor Franz, was weiß ich, in Passau oder so, ja. Also ist halt so.
Also das und so ähnlich wird es jetzt auch sein, ne? Wobei ich mir immer nicht sicher. Vielleicht nicht, aber wir hätten teilgenommen. Und ich meine, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich ist es ja so, dass es das ist ein Ökosystem, viele Strukturen, die ineinander greifen. Es gibt ein paar Leute, die so drauf sind, dass sie sich am liebsten direkt damit auseinandersetzen und dieses ganze Uni-Zeug außenrum, das einfach nur nervt so. Aber die meisten Leute brauchen das ja. Du willst ja Strukturen haben, du willst dich austauschen, du willst irgendwo hingehen, du willst auch mit Leuten real im selben Raum sein. Also man könnte vorstellen, dass Unis barcamphafte Formen entwickeln, theoretisch, oder Tutoring machen, also dass es Leute gibt, die eben eine Piaget-Arbeitsgruppe leiten oder solche Dinge. So läuft es ja real, war es ja auch schon bei mir schon so. Ne? Wir hatten Seminare, wo Theorien importiert wurden und im Grunde auf diese Art besprochen und weiterverbreitet wurden. Und das kann es dann wieder mehr in regionalen Geschmacksrichtungen geben, wieso nicht? Also dann kann ich halt nach Wien gehen und dann läuft es wahrscheinlich anders ab um diesen Jura, Ethik, was weiß ich, Kurs, als in Budapest. Ne? Ja, gut, aber das finde ich eine schöne Idee, zu sagen, die Unis machen dann Barcamps, so begleitend zu Das MOOCs, finde ich ja, wo interessant. man dann wirklich auch hinterher dann gemeinsam essen gehen kann Blog-Seminare, ne? und trinken. Blog-Barcamps. So. Ja, Wochenende dann, das Wochenende irgendwo Sommeruniversitäten, in den ja. Also Bergen. dieses Sommer, das ist Ja, doch ja. alles schon, es gibt ja schon viele so Ansätze zu sowas. Ne? Und wenn man das jetzt ergänzt mit dem, was im Netz passiert und was man da nutzen könnte, es könnte ja unfassbar intensiv werden, in allen Fächern, muss man ehrlich sagen. Wenn man das ernsthaft nutzt, also ich sehe es ja immer aus der begeisterten Position des Lerners und denke mir immer, hey, was für unfassbare Möglichkeiten haben wir jetzt? Also meine Tochter, die dann irgendwann anfängt zu studieren, was könnte die theoretisch alles tun? Und wie wird real ihr Studium aussehen? Also ganz schauerlich im Grunde, muss man leider sagen. Ja? Die wird in den Bachelor unten einfädeln und wird dann geprüft, bis die Schwarte kracht. Ein verdammter Multiple Choice nach dem anderen, irgendwo, wo auch immer sie hingeht. Ich würde gerne den Markus noch kurz erzählen lassen, was in dem Artikel steht, den er da gerade gepostet hat. Ich habe den natürlich jetzt nicht Das war diese gelesen, Universität, aber ich ja. nehme an, er Das war sieht der das ähnlich. Aufstand von diesen Universitätsleuten, von dem ich vorhin erzählt habe. Die wollen kein Genau. MOOC haben, das habe ich jetzt hier nur die Keep Your MOOC Genau, Off genau. Our Campus, das ist hier die Auf die Überschrift. Campus. Markus, magst du dazu was sagen? Ja, also ich habe das auch nur so überflogen. Da ging es irgendwie, also es gibt diesen berühmten Professor Michael Sandel, der dann diese Gerechtigkeit-MOOC anbietet und ja, ironischerweise ist es dann eben im Bereich Philosophie, wo es dann um Gerechtigkeit geht, da zu Ablehnung gekommen, weil die es irgendwie dann nicht so gerecht fanden, an der anderen Uni den Kurs da einzusetzen. Und es gibt im Moment noch weitere Beispiele, also wo manche Unis jetzt auch auf die Bremse treten. In Deutschland war es ja in München, glaube ich, die sind ja auch schnell auf Coursera, auf den Zug aufgesprungen und jetzt gibt es Okay. Wobei man das jetzt unterscheiden muss. Wenn ich bei Coursera Mitglied bin, würde das ja bedeuten, ich stelle selber Kurse ins Netz. Wenn ich Kurse benutze, die es schon gibt bei Coursera oder wo immer, ist das ja nochmal was anderes. Ne? Also San Jose hätte diesen Kurs quasi importiert und hätte quasi eigene Veranstaltungen damit verknüpft. Und das wollten sie nicht. Die anderen Unis müssen sich entscheiden, oh, machen wir überhaupt selber sowas? Also haben wir Kurse, die sich für sowas eignen? Sind wir gut genug, muss man natürlich ehrlich sagen. Ne? Also und wenn wir gut genug sind, wie jetzt zum Beispiel Christian Spannagel mit seinem Mathekurs, an dem ich jetzt sozusagen beratend teilnehme, dann ist natürlich immer noch die Frage, wie macht man sowas überhaupt? Geht das überhaupt? Funktioniert das? Wie bereiten wir das auf, damit die überhaupt was davon haben, die Leute draußen? Also wir wissen es nicht. Also, ist ja ganz schwierig. Wie gesagt, die Kurse, die real abläufen bei Coursera, sind weder alle schlecht noch alle gut, sondern es ist extremst gemischt, wie man vermuten würde, dass es ist. Ob die Leute teilnehmen oder nicht, hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie existenziell motiviert sie sind. Nicht im Sinne von, ist auch ganz nett, sondern im Sinne von, muss ich unbedingt machen. Es ist ganz irre, das bringt mich beruflich um 2 Stufen weiter. Das führt dazu, dass ich dabei bleibe. Klar. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir hatten jetzt schon eine Stunde, glaube ich, doch sehr
Also für mich sehr interessantes Gespräch. Vielleicht einfach noch letzte Fragen oder Statements von denen, von allen, die heute dabei waren und noch sind. Die Rebecca hatte da eine interessante Frage, die vielleicht auch eine Qualität von schöne, okay, der Martin hat schon ja, gesagt, wir wissen Begeisterung es der nicht. Teilnehmer hinterher, aber woran macht im man Idealfall die würde man mit ihnen reden und sie fragen. Da gibt es eine Art Blogparade gerade dazu, auf die kann ich verweisen, zur Qualitätsdebatte in MOOCs. Ich suche gleich mal den Link noch raus. Also hängt natürlich ja, Qualität ist ein interessanter Begriff, weil es fragt sich ja Qualität für wen. Also Qualität aus der Perspektive der aussiebenden Institution ist ja was anderes als Qualität für mich. Also wenn ich beim Kalligrafiekurs teilgenommen habe als ausgesprungener Student wie Steve Jobs, dann hat der da was rausgezogen. Der hat aber keinen Abschluss in Kalligrafie gemacht oder so. Hat ihm was gebracht, ganz offensichtlich. Also Qualität für mich und Qualität aus der Sicht der Universität, für die war der ein Loser, der hat nichts zerrissen. War in der Statistik sozusagen als Karteileiche und wahrscheinlich negativ, wenn sie irgendwo Förderung wollen. Also das sind zwei verschiedene Dimensionen von Qualität. Muss man auseinanderhalten und anders bewerten. Ich sympathisiere natürlich immer mit dieser Bottom-up-Idee von Qualität, aber ja, wie kriegen wir das fassbar? Also hier kann ich verweisen auf ein ganz aktuelles Projekt, das nennt sich MOOC Quality Project und betrifft genau unsere Diskussion. Das ist, soweit ich das mitbekommen habe, eine Art Blogparade. Eine Person schreibt einmal wöchentlich einen Blogpost und dann wird darüber diskutiert. Mhm. Also von Stephen Downs, dem absoluten Oberideologen im positiven Sinn jetzt der ganzen MOOC-Bewegung, der emanzipatorischen MOOC-Bewegung, muss man jetzt genau. Was wir noch nicht besprochen haben, aber jetzt auch nicht mehr besprechen werden, aber was ich zumindest erwähnen wollte, ist das Problem eben der Aufmerksamkeit und der Zeit. Also das haben wir jetzt ein bisschen gestreift, auch mit diesem Erfolgs- und Qualitätskriterium. Alle MOOC-Teilnehmer sagen nämlich dasselbe. Genau. Kam ja auch ganz stark genau. Hier, wie fühle ich mich? Genau, alle MOOC-Teilnehmer erzählen dasselbe. Sie wollten eigentlich, also wenn sie sich den ausgesucht haben, sie wollten eigentlich mehr machen und in Wirklichkeit machen sie es dann doch nicht oder nur halb und manchmal fallen sie dann auch deswegen frustriert wieder raus, obwohl sie es eigentlich toll fanden, weil sie sagen, es hat jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, jetzt ist eh schon vorbei und so. Also das ist ganz normal und ja, ob es ein Problem ist, aber es ist jedenfalls, wenn ich einen MOOC aufsetzen möchte, dann muss ich natürlich damit rechnen, dass es so ist. Und ich glaube im Moment, also die 250 MOOCs, die da sich bewerben, die haben alle eine idealistische Idee von Teilnahme. Aber sie sind halt nicht der Artificial Intelligence Kurs in Stanford, wo die Leute wirklich, wirklich, wirklich gerne den Abschluss hätten. Sondern es ist halt einfach nice to have sozusagen. Ja? Und da ist die Frage, was die Leute machen. Genau, Interaktivität kann man messen. Das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal. Also das schließt an unseren Anfang. Je massenhafter die Impulse sind, die im Raum sind, je anregender sozusagen, je kettenreaktionshafter, desto würde ich auch sagen, also wenn man das irgendwie bestimmen kann, das würde ich eindeutig als Qualitätskriterium akzeptieren. Würde ich sagen, das muss ein guter Kurs gewesen sein. Cornelia wollte eigentlich immer weniger machen. Hatte das gegenteilige Erfahrung und hat aus Versehen immer mehr gemacht, als sie eigentlich wollte. Ah, das ist auch schön. Ein Prokrastinations. Echt, Prokrastinations-MOOC. Gut. Das wäre natürlich auch ein interessantes Konzept. Finde ich sehr gut. Voll aktiv, genau. Okay. Martin, dürfte ich dich noch fragen, in den Minuten, bevor wir gestartet haben, hast du gesagt, ihr seid dabei zu überlegen, was unterstützt die Lerner beim Durchführen eines MOOCs oder beim Machen eines MOOCs. Wir hatten vor der MOOC-Welle schon mal im kleinen Kreis die Idee erfunden, tatsächlich auch lustigerweise an World of Warcraft anknüpfend, sehr oberflächlich,
und an die anonymen Alkoholiker anknüpfend. Wir hatten uns die Frage gestellt, wie befähigt man Gruppen von Selbstlernern, sich zu organisieren, zusammenzufinden, sich zu organisieren und in einem überschaubaren Zeitraum, überschaubar tatsächlich im Sinne von maximal 6 Wochen bis 3 Monate, ist genau immer so der komischerweise der magische Zeitraum für sowas. Länger geht es sowieso nicht. Also du brauchst eine Art Bogen, der einen Anfang und ein Ende hat und wo ich irgendwie auch das Ende sehe. Und faktisch ist es dann projektbasiertes Lernen. Die Frage ist also praktisch, wie befähige ich Leute, sich zu einem Art Projektteam zusammenzufinden, sich zu organisieren, auch ein bisschen die Aufgaben zu verteilen. Jeder macht das, was er am besten kann, idealerweise. Und nach 6 Wochen würden alle rausgehen oder nach 8 Wochen gehen alle raus und haben irgendwas in der Hand. Was ja auch für sich selber in der Hand, im Sinne von, darauf kann ich mich immer wieder zurückbeziehen und weiß, das war jetzt nicht einfach nur eine vage Erinnerung, sondern etwas, was immer es ist, ne? Also Videos, Blogposts, keine Ahnung, müsste man eben überlegen. Und die Frage war, was ist die ideale Struktur für sowas? Ne? Was müsste man den Leuten geben, damit es klappt? Wie viele dürfen es sein? Die Antwort lautet immer 7, weil die ideale Kleingruppenanzahl auch bei Teamerforschern, die ideale Teamgrößen erforschen, ist tatsächlich irgendwie 7. Auch ungerade ist besser als gerade. 7 bis 9. Und man kann auch mit 5 anfangen, also ich würde sagen 5 bis 9 Leute. Müssen wir mal schauen, ob das bei World of Warcraft auch eine typische Größe ist. Also es gibt kleine Gilden, die sind so. Ne? Keine Ahnung, ob da jemand forscht, wäre aber eigentlich interessant. So, und jetzt ist die Frage, wie organisieren die sich selber und können praktisch sich gegenseitig dann diese Verbindlichkeit herstellen, die in den MOOCs ja fehlt. In dem Moment, wo ich eine Gruppe habe, ist die natürlich eher da. Also wenn ich, wie anonyme Alkoholiker, wir haben gesagt, das sind die anonymen Nichtlerner. Wir alle machen die Erfahrung, dass wir was lernen wollen und wir lernen es aber nicht. Also weil wir dann halt doch zu faul sind oder zu abgelenkt oder nicht diszipliniert genug und so weiter. Und man trifft sich in der Gruppe, um es halt doch zu tun, um sich gegenseitig zu unterstützen und sagen, ja Bruder, ja, tu es und dann funktioniert es. Und ja, und da, das war damals unsere Idee und jetzt wollen wir das halt irgendwie mit dieser Mutgeschichte verknüpfen, weil es logisch irgendwie zusammengehört und sagen, eigentlich zwischen diesen unstrukturierten, hippiehaften, palaverhaften C-MOOCs und den massiv strukturierten X-MOOCs sollte es diese Projektlern-MOOCs geben, wo sich die Leute in kleine Gruppen immer, aber in überschaubaren Zeiträumen, 1-2 Wochen auch nur, und dann gleich wieder zurückkommen und dann neue Gruppen bilden. Also jetzt nicht sozusagen, du gründest deine Sonderecke und verschwindest dann. Dann funktioniert es ja auch nicht mehr als massenhafter Impuls. Aber so könnte man sich vorstellen, dass es Formen dazwischen gibt. Ja, und ich persönlich denke mir, das wäre das, wo ich am meisten mir davon verspreche, eigentlich auch das sowas weiterzuentwickeln. Aber wir können es noch nicht. Also es sind nur Erfahrungen, die wir aus dem Web da rein übertragen. Und die Herausforderung ist, das zu designen. Ne? Also wir wissen, dass es so ist. Also das funktioniert natürlich, wenn man das hinbekommt. Aber die Frage ist, wie designt man eine Umgebung, die sowas wahrscheinlich macht? Und im Grunde auch das, was Lehrer ja machen müssen, wenn sie gut sind. Also wie ermögliche ich den Leuten sozusagen, sich selbst überhaupt zusammenzufinden und zu engagieren und miteinander sich kurz zu schließen. Ne? Wenn ich das kann, wenn ich auch diese menschliche Qualität habe, die dann oft dazu gehört, dann bin ich ein guter Lehrer. Und das muss man aber auch, in diesem Fall ist es ja Design. Also da hilft es nichts, wenn ich ein guter Lehrer bin, sondern da geht es jetzt um Design der Umgebung. Genau, wie kommt man in ein Team gleichgesinnter in MOOC? Das war die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Ja, durch Schneeballsystem haben wir damals gedacht, also es ist jetzt meine Hypothese war Schneeballsystem, also minimal 2 Leute und jeder von denen fragt dann 3 Leute, von denen sie glauben, dass sie geeignet sind. Und die sollen wieder jeweils 3 Leute weiterleiten. Und das macht man so lange, bis sich 6, 7 zusammengefunden haben und sagen, okay, lass es uns machen, wir stecken uns ein Ziel und ziehen das durch so für die nächste Zeit. Und in diesem MOOC-Modell, das wir auch beim VHS, bei diesem VHS-MOOC machen wollen, da hätten die dann immer 2 Wochen nur. Ne? Also das ist dann ganz wenig eigentlich, was die machen. Aber sie machen etwas, so wie wenn man sich in eine Arbeitsgruppe zurückzieht bei einer Konferenz und dann wieder zurückkommt. Nur halt über 2 Wochen war, aber dafür halt auch weniger Zeit. Gut, ich glaube, Angelika, wir sollten wirklich in die Abschlussrunde gehen. Was ich so spannend finde, ist, dass wir so nah dran sind, diese Entwicklung jetzt zu verfolgen, die doch am Anfang zu stehen scheint.
Und was mich wirklich auch nach dieser Diskussionsstunde interessieren würde von allen, ja, aber das wirklich einfach nur in den Chat eingeben, wohin wird die Reise gehen? Ja, was erwarten Sie? Vielleicht kann man da 3, 4 Stichworte eingeben dazu. Wenn das zu schwierig ist, dann auch einfach irgendwie ein kurzes Abschlussresümee, ganz persönlich aus eurer subjektiven Sicht. Das kommt schon. Aha, die PMUX, die. Ja, finden wir sie. Okay. Ja. Okay, Vernetzung ohne Grenzen. Also ich denke halt, dass eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, viel davon ist nicht verhinderbar. Ne? Also die Strukturen zersetzen sich und zerbröseln und es ist nicht so, dass wir in 10 Jahren dieselben Universitätsstrukturen haben wie jetzt oder Bildungsstrukturen wie jetzt. Das ist auch negativ. Also ich glaub, das ist gar nicht euphorisch gesagt, sondern das ist auch negativ. Aber es ist halt so. Und ja, also da gibt es eine Art Eigendynamik, will ich damit sagen. Das können wir uns im Grunde auch gar nicht aussuchen. Ja, genau. Aber man kann überlegen, wie wird das? Könnte ja eben auch ganz toll sein. Also wir sind jetzt nicht verdammt, das zu erleiden, sondern man kann ja sagen, lass es uns in die Hand nehmen und proaktiv Formen entwickeln, die halt gut sind. Es sind ja unglaubliche Möglichkeiten. Wenn wir nichts tun, dann passiert trotzdem, also der negative Teil passiert von allein so. Verletzung ohne Verletzung. Was ist Verletzung? Verletzung ohne Verletzung, weiß ich jetzt nicht, wer verletzt wird. Kleine Institutionen werden verletzt. Ja. Also es wird sicher eine starke Vernetzung von Lernangeboten über diese Orte hinausgeben müssen. Also kann ich mir irgendwie nicht anders vorstellen, wenn man sich logisch weiterdenkt. Also dass da jeder seinen Stiefel macht und dass keiner so genau weiß, was in der Vorlesung überhaupt getan wird, das gibt's nicht mehr. Nein. Und auch ich sehe das zum Beispiel bei diesen regionalisierten Volkshochschulen zum Beispiel. Also ja, genau, dasselbe eigentlich. Ja, genau, das Volkshochschulthema ist natürlich auch zweischneidig, weil das für die Leute vor Ort, die den 198. Excel-Kurs geben, ist es natürlich auch schwierig. Ne? Ja. Ja. Oder Feng Shui. Ja. Kann es ja auch ganz großartige geben. Okay. Wunderbar. Angelika, ich glaube, wir schließen die heutige, aber vielleicht mit dem Ausblick auf den nächsten Termin noch, oder? Da könntest du kurz was dazu sagen und auch wann der stattfindet. Genau, also herzlichen Dank, Martin. Ich habe heute sehr viel gelernt und auch durch die Beiträge im Chat so einen neuen Blick auf die MOOCs geworfen und auch mir war auch die Auswirkungen auf die Universitäten waren mir in dieser Form überhaupt nicht bewusst. Da habe ich heute viel gelernt. Vielen Dank an alle. Die nächsten Veranstaltungen. Nächsten Mittwoch gibt es wieder um 16 Uhr den nächsten Chör Live-Online-Termin. Wir haben am nächsten Freitag von 11 bis 12:30 Uhr einen offenen Werkstatttermin, wo wir an einem Dossier zu Open Educational Resources für Lehrer arbeiten. Und der nächste Stammtischtermin ist am 6. Juni. All das sind Live-Online-Termine und dazwischen gibt es natürlich viel, viel Gelegenheit, über Twitter oder Blog oder andere Formen, Facebook und was immer es gibt, in den Austausch zu treten und miteinander die neuen Gedanken auch zu vertiefen und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren und mit überlegt und gedacht haben und ganz besonders auch an Martin und David für die Gestaltung des heutigen danke, Abends. Danke, David. Danke, Angelika.